Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf der Regio Signale Bühne im Rahmen der Zukunft Nahverkehr. Ich bin Tutinia Hörner und ich darf Sie jetzt zum letzten Panel des Tages hier begrüßen. Im Rahmen dieser Veranstaltung kam eine Sache immer wieder hoch und die hat mir sehr gut gefallen, und zwar hieß die Mut zur Veränderung. Und mein wunderbarer Kollege Alyosha hat ja getestet, wie bereitwillig Sie sind zu interagieren, und ich war sehr positiv überrascht. Und wer von Ihnen würde denn sagen, Sie sind bereit und bringen Mut zur Veränderung mit? Einmal die Hand heben. Ja, so langsam bewegen sich die Hände nach oben. Gut, dann möchte ich das jetzt gerne mal testen. Also Sie dürfen gerne einmal alle kurz aufstehen. Ganz mutig. Sie dürfen alles, was auf Ihrem Platz ist, in die Hand nehmen, ausgenommen der ersten Reihe, alle anderen schon. Wenn da nichts ist, dann brauchen Sie auch nichts in die Hand nehmen. Und jetzt dürfen Sie eine Stuhlreihe nach vorne kommen. Mut, Mut, Mut zur Veränderung. Die erste Reihe darf natürlich sitzen bleiben, die kommt nämlich schließlich auch gleich mit auf die Bühne. Gut sieht das aus, wunderbar. Wertschätzung für die Panelisten, das gefällt mir immer gut. Und viel ansprechender für die Moderation zu moderieren. Super, das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Vielen, vielen lieben Dank, und ich finde, wie Alyosha mal so schön gesagt hat, ein Applaus ganz laut für Sie selbst. Na gut, man merkt, es ist Nachmittag, aber vielen, vielen Dank für die Beteiligung. Wir sprechen nun über die Mobilität der Zukunft. So sieht sie aus, nämlich schon heute. Wir sprechen nämlich im Rahmen dieses Panels über viele unterschiedliche Themen: On-Demand-Verkehre, Mobilitätshubs, alternative Antriebe, Mikromobilität, Flexibilität und natürlich Sicherheit. All diese Begriffe sind keine Buzzwords, sondern sie sind elementare Bestandteile der Mobilität von heute. Doch die Frage ist, wie bringen wir all diese Punkte unter einen Hut? Ich freue mich, dass wir vier Experten und Expertinnen heute hier mit auf der Bühne haben, die hoffentlich eine Antwort auf diese Frage haben werden. Und auch Ihre Fragen sind uns wichtig, und genau deshalb können Sie auch wie schon bei den anderen Panels den QR-Code scannen und dann Ihre Frage mit einreichen. So, jetzt freue ich mich, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Einen lauten Applaus bitte für Herrn Dr. Dirk Rothenstein, Herrn Dr. Arne Beck, Frau Bärbel-Fuchs und Herrn Frank Klinghöfer. Kommen Sie gerne hoch. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich. So, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier sind. Sie sind jetzt auch eine Reihe nach vorne gekommen, und zwar hier auf die Bühne. Ganz wunderbar. Ich nutze natürlich die Gelegenheit, um auch Sie einmal vorzustellen, damit alle wissen, mit wem wir es hier auf dem Panel zu tun haben. Frau Fuchs, Sie sind Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, dem Aufgabenträger für den SPNV in Bayern. Seit 2019 gehen Sie dieser Aufgabe nach. Ich könnte mir vorstellen, keine einfache Aufgabe seit 2019. All die Herausforderungen, die in den letzten Jahren jetzt aufkam. Ich hoffe, Sie sind aber trotz der aktuellen und vergangenen Herausforderungen fröhlich dabei und haben Freude bei der Arbeit. Absolut, weil es gibt zwar heute Herausforderungen, die sind uns geblieben, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, auch der heutige Tag war ja geprägt von der Diskussion, wie geht es denn finanziell weiter? Aber ich finde, wir müssen Visionen haben. Wir müssen auch in diesen schwierigen Zeiten ganz klare Visionen auch für die Bürger schaffen, um die Bürger zu motivieren, sich auf eine auch alternative Mobilität einzulassen. Dafür sind wir da, und wir müssen die Angebote dafür schaffen. Und da möchte ich auch gerne in der Zukunft mitarbeiten. Sehr gut. Rechts von Ihnen sitzt der Frank Klinghöfer, Vorstandsmitglied DB Regio, und Sie leiten das Ressort Regio Straße. Herr Klinghöfer, vielleicht können Sie uns ein wenig aufdröseln, was gehört denn alles zu Regio Straße? Ich könnte mir vorstellen, der Bus, aber vielleicht doch Alternativen zum Bus, oder? Schulbus, ja. Bus ist Bus. Alles, was Bus ist, alles, was auf der Straße stattfindet. Also natürlich im Wesentlichen auch der klassische Bus, so wie wir den alle kennen, vielleicht aus der Schulzeit selber kennengelernt haben. Schulbus, Linienbus, Expressbus, all das wird da gefahren. Aber wir haben auch einen Softwaredienstleister mit dabei, der sozusagen mit dazu gehört in dieses Ressort. Das ist IOKI, die im Grunde genommen für das Thema DRT, also für On-Demand-Verkehre, die Software
konstruieren. Also eine Softwarebude, würde man sagen, heutzutage. Also ein bisschen auch der Blick schon in die Zukunft in diesem Portfolio. Also Bus, ganz viel Bus und die Software dazu. So ist das. Spannend. Herr Dr. de Grotenstein, Sie sind Vorsitzender der Geschäftsleitung S-Bahn Stuttgart. Ich hatte mal in einem Artikel gelesen, dass Stuttgart ohne die S-Bahn nicht funktionieren würde. Deshalb fordere ich Sie mal heraus, den nachfolgenden Satz zu beenden. Und zwar S-Bahn, Stuttgart ohne S-Bahn ist wie? Wie eine Stadt ohne Einwohner. Also die S-Bahn Stuttgart ist das Rückgrat der Alltagsmobilität und wer Stuttgart kennt und die Region kennt, weiß, dass es ganz viel Verkehr vom Umland in die Stadt Stuttgart gibt und ganz viele Menschen nutzen dafür die S-Bahn und wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe es keine Stadt Stuttgart, kein Automobilland Baden-Württemberg, würde ich fast sagen wollen und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur in der Vergangenheit das Rückgrat der Alltagsmobilität sind und auch nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft und uns da auch weiterentwickeln. Das heißt, ohne die S-Bahn geht in Stuttgart gar nichts. Genau, ohne uns geht nichts. Sehr gut. Herr Dr. Arne Weck, Sie sind Geschäftsführer NAH-SH, das steht für Nahverkehr in Schleswig-Holstein, Sie sind gebürtiger Schleswig-Holsteiner und ich vermute, dass Sie auch persönlich motiviert sind, den Nahverkehr in Schleswig-Holstein voranzubringen. Liege ich da richtig? Das auf jeden Fall. Ich sage mal, ich komme aus einem 150-Seelendorf und weiß, wie es ist, wenn der Bus nur morgens fährt, 7.30 Uhr und 8.15 Uhr, nur in eine Richtung. Zurück muss man dann sehen, wie man hinkommt und nur zur Schulzeit. Und das ist für mich nicht die Vision von Mobilität im ländlichen Raum. Gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein brauchen wir andere Antworten mit dem hohen Touristenanteil. Und ich war lange in der Beratung unterwegs. Das Schlimme ist ja, es gibt ja Regionen, da geht es auch anders in vergleichbaren Entleerungsregionen. Und das in Schleswig-Holstein nach vorne zu bringen, eine echte Mobilitätswende, das ist unser Ziel bei NAH-SH. Und genau das machen Sie ja. Und ich würde mir gern von Ihnen wünschen, dass Sie uns einen Einblick geben zu dem aktuellen Projekt, das Sie in Schleswig-Holstein umsetzen. Und zwar heißt das SMILE24 und steht für Schleimobilität, also Mobilität in der Schleiregion. Und das SM steht für Schleimobilität und dann kommt innovativ, ländlich, emissionsfrei und dann 24/7. Das Ganze machen Sie in Kooperation, haben auch Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Ja, aber vielleicht können Sie mal ein bisschen erklären, was verstehen Sie unter dem Konzept und wann wird es vielleicht auch umgesetzt? Das kann ich gerne machen. Genau, da ist es schon. Ich stehe mal auf und ich habe ja sogar einen Klicker mitgekriegt. Das Konzept haben wir erarbeitet während Corona und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, weil wir uns gemeinsam mit Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern die Frage gestellt haben, 2020 schon, wie sieht die Zukunft, wie sieht der Nahverkehr nach der Corona-Pandemie aus? Denn einfach so weitermachen, glaube ich, das war uns allen klar, das geht nicht. Und wie sieht diese Zukunft eben aus Fahrgastsicht? Denn wir werden den Nahverkehr nur dann voranbringen können, wenn wir die Fahrgäste überzeugen, den Nahverkehr zu nutzen, ihn als die bessere Alternative zu begreifen und damit am Ende natürlich auch die Mittelgeber überzeugen, also natürlich die öffentliche Hand, die dann eben für ihre Bürgerinnen und Bürger eben den Nahverkehr finanzieren muss, aber eben natürlich vielleicht auch Drittfinanzierer. Aber ohne diese Unterstützung wird die Zukunft des Nahverkehrs, das war damals ja schon absehbar, doch sehr schwierig aussehen. Denn es ist auch klar, glaube ich, für uns alle, dass nach vorne raus schon vor Deutschlandticket, 9-Euro-Ticket, der Finanzmittelbedarf erheblich war. Was da nicht ansprechend ist und nicht überzeugend ist, ist die Realität. So wie wir sie im ländlichen Raum leider nicht nur in unserem Bundesland an der einen oder anderen Stelle vorfinden, wahrscheinlich nicht nur an der einen oder anderen Stelle. Das begeistert nicht für den Kauf des Deutschlandtickets. Und an der Stelle sind wir der Auffassung gewesen, wir müssen das andersherum denken und zwar nicht nur aus unserem eigenen Verkehrsträgerdenken in Silos heraus, sondern aus Sicht des Fahrgastes. Wie überzeugen wir ihn? Eigentlich wissen wir es ja. Wir alle sind im Austausch mit den Fahrgästen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit deren Multiplikatoren, wenn man so will, sprich die Politikerinnen und Politiker, Interessenverbände. Und was will der Fahrgast denn eigentlich? Naja, es ist eigentlich relativ einfach. Er will zuverlässig von A nach B kommen. Das Basisprodukt, das in der heutigen Zeit, aber eben auch vorab natürlich mit einer entsprechenden Fahrgastinformation, mit unterschiedlichen Routen, vielleicht schnell hier mit einem Ausrufezeichen dargelegt oder eben besonders emissionsfrei, mit dem niedrigen CO2-Ausstoß, heißt für uns natürlich auch eben mit regional erzeugter
emissionsfreie Energie, also klimaneutral. Das Ganze beginnt aber eben zu Hause, vor der Haustür, nicht erst an der Haltestelle, heißt tatsächlich mit den Mobilitätsmitteln, den Verkehrsträgern, die dem Bürger dann zur Verfügung stehen. Und da beginnt es schon, wenn ich mein Rad nehme, um zur Bahnhaltestelle, zur Bushaltestelle zu fahren, wäre es ganz schön, wenn ich zurückkomme, dass es noch da ist und heil und sauber. Das wird einem ja beim Auto auch nicht einfallen, dass man quasi erwartet, dass es vielleicht doch etwas beschädigt ist und man sich deshalb extra ein U-Bahn-Auto kauft, statt ein U-Bahn-Rad. Das ist so, als ich in Berlin gewohnt habe, so die gängige Praxis gewesen. Das kann es nicht sein, sondern den Fahrgast entlang der gesamten Reisekette zu begleiten und ein insgesamt überzeugendes Angebot auf die Straße, auf die Schiene zu stellen. Natürlich mit einem höheren Takt, deshalb hier auch in Doppelstock genug Platz, halbstündig zwischen den größeren Städten, gerne auch viertelstündlich, kam tatsächlich auch von den politischen Entscheidungsträgern und war auch unsere Vision. Und dann, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, neben der Verknüpfung der Verkehrsträger, die wir eben gesehen haben in Richtung Fahrradbahn, kann ja auch Fahrradbus oder andere Verkehrsträger sein, die Frage, wie gehen wir denn dann eigentlich um, wenn sich spontan die Reisepläne ändern? Heißt, ich bin in der Stadt, ich habe mich auf einen Kaffee getroffen und mir fällt gerade ein, ich will ins Theater, habe einen Anruf bekommen, jemand hat noch ein Ticket übrig. Mit dem Auto kein Problem, weil ich weiß, spätabends komme ich zurück. Das ist mit dem ÖPNV schwierig. In Schleswig-Holstein gab es gerade Reiseketten von unserem regionalen Fernsehsender getestet, die so über 2 Tage gingen in Anbetracht der aktuell verfügbaren Angebote. Und so groß ist Schleswig-Holstein nicht wie zum Beispiel Bayern. Also ich glaube, das müsste man eigentlich schneller hinkriegen. An der Stelle brauchen wir die Flexibilität und die Zuverlässigkeit, das Kundenversprechen, das Produktversprechen, du kommst garantiert hin und weg, egal wann, egal welcher Tag, welche Uhrzeit. Wir werden nie so schnell sein wie das Auto und nie so bequem und klimatisiert und wie auch immer. Aber überhaupt das Grund- und Basisversprechen, du kommst an, das war für uns entscheidend und das vielleicht auch mit unterschiedlichen Verkehrsträgern, hier Bus und On-Demand-Verkehr. Und das muss nicht unbedingt heißen, ich komme zurück auf jeden Fall wieder mit dem Schienenpersonennahverkehr. Verkehrsträger unabhängig das Ganze zu denken und zu gucken, welcher Verkehrsträger hat im jeweiligen Fall auf der Produktionsseite seine Berechtigung. Und natürlich kann man einem Fahrgast zumuten, spätabends dann mit dem Expressbus, mit dem Nachtbus nach Hause zu fahren. Das geht und vielleicht auch dann noch die letzte Meile mit dem On-Demand-Shuttle zurückzulegen. Aber an der Stelle ist trotzdem gewährleistet, dass der Kunde tatsächlich von A nach B kommt. Unsere Vision war, das bis 2030 landesweit zu ermöglichen. Ein garantiertes Kundenversprechen, das da lautet, jeder Ort, jede Stunde landesweit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Sich keine Sorgen mehr machen. Das haben wir mit dem Deutschlandticket schon geschafft. Tariflich, das ist ja aber nur ein kleiner Baustein. Was soll ich denn mit dem Deutschlandticket auf dem flachen Land, wenn ich nicht hin und weg komme? Die Autobesitzquote ist inzwischen phänomenal, gerade pro Haushalt, ohne Führerschein geht es nicht. Eigentlich hat man ab 16 auf dem flachen Land schon ein Auto. Sie kennen die 45 km/h-Autos und nicht erst ab 18. Und dem wollten wir etwas entgegensetzen, nämlich aufzeigen, dass es geht, auf dem Land rum in die Uhr mobil zu sein, fast wie in der Stadt, nicht im 3-Minuten-Takt, aber mindestens stündlich, verlässlich, nachhaltig, natürlich voll digital in der heutigen Zeit, barrierefrei, selbstverständlich, aber eben ohne Auto. So, was beinhaltet das jetzt konkret? Naja, erstmal beinhaltet es das Grundversprechen. Du kommst garantiert hin und weg. Jede Stunde, jeder Ort. Und du kannst auch Dienstag nachts um 3 Uhr anrufen und wirst auf jeden Fall, wenn du spontan auf deiner Party, auf dem Geburtstag, dann noch vielleicht ein bisschen länger gefeiert hast, den Weg nach Hause finden mit uns. Das heißt nicht zwingend, dass der Bus dann vor der Haustür abfährt, sondern wir natürlich die Verkehrsträger kombinieren müssen. Bei uns bedeutet das, dass wir im Dreieck Schleswig, vielleicht bekannt, Kappeln, Eckernförde, ein Expressbusnetz aufbauen, die Reisezeit der Busse deutlich erhöhen, nicht mehr in die Orte reinfahren, was ein Nachteil für die Kunden ist, und die Reisezeit auf ein Zeitfenster bekommen, was ähnlich dem Auto ist. Verlässlich, stündlich mindestens. Zusätzlich ein paar Touristenlinien, das ist eine sehr große Touristenregion bei uns, aber eben auch
die das On-Demand-System nutzen als Enabler, um die Busse wirklich auf die Hauptstraßen zu bekommen und schnell zu fahren und nicht immer mehr andern in den Siedlungen hineinzumüssen. Der On-Demand-Verkehr ergänzt die Fläche. Wir haben auch Buslinien reduziert. Es ist nicht nur ein Angebotsausbau. Und gleichzeitig die Verknüpfung mit allen übrigen Verkehrsträgern. Natürlich brauche ich dann, wenn ich zum Expressbus hinfahre, mit dem Rad aus dem Ort, das ist ja eigentlich unser eigentliches Ziel, ich will ja gar nicht, dass die Leute das On-Demand-Verkehr nutzen, brauche ich dafür eine Mobilitätsstation, Mobilitätshub. Heißt, ich muss es gut abstellen können. Heißt aber auch, ich muss dort vielleicht auch andere Möglichkeiten haben für Bike-Sharing. Wir werden auch One-Way-Bike-Sharing und Car-Sharing ermöglichen, das dort ebenfalls angeboten wird. Wer möchte, soll es natürlich als mit Blick auf Wahlfreiheit und vielleicht auch mal das Transportbedürfnis befriedigen, an der Stelle auch nutzen können. Natürlich kommen auch unsere batterieelektrischen Fahrzeuge hier auf der rechten Seite zum Einsatz. Und insgesamt werden wir klimaneutral unterwegs sein an der Stelle. Und den Bus da unten sehen Sie, das ist ein DB Regio-Bus. Auch vielen Dank, dass der jetzt dort bereits bereitgestellt werden konnte an die Autokraft. Das ist letztendlich das System, das Kundenversprechen zusammen mit weiteren Elementen, die in die Richtung natürlich einer Mobilitätsplattform gehen, einer multimodalen App, denn ich brauche eine Kundenschnittstelle, die möglichst einfach verständlich ist und alle Verkehrsträger integriert. Selbstverständlich, ich habe doch keine Lust, mich dadurch verschiedene Apps durchzuklicken. Ich brauche auch natürlich, um das Ganze in der Region zu verankern, Fortbildung. Wir haben entsprechend einen Weiterbildungsbaustein drin, der Mobilitätsmanager in den Gemeinden entsprechend ausbildet, um dort vor Ort Mobilitätswende zu ermöglichen, die Verknüpfung mit der Siedlungsentwicklung vor Ort voranzubringen, die Mobilitätshubs, die Bushaltestellen, die dann vielleicht hoffentlich nicht mehr so aussehen wie eben, sondern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Kompetenzen. Und es wird auch natürlich im Produktionsbereich alle möglichen Überlegungen geben, um die Kosten zu reduzieren, denn das Ganze ist nicht günstig. Insofern ist es unser Job, den Finanzierungsbeitrag Effizienzsteigerung mit reinzubringen. Wir werden umfassend in künstliche Intelligenz hineingehen. Das ist zumindest unser Ziel, das parallel mit einzubauen. Insofern ein vollständiges Konzept. Das war unser Ansatz in einer sehr kleinen Region, wo wir in Summe 37 Millionen Euro investieren. Das ist wirklich für 2,5 Jahre, die wir dann tatsächlich unterwegs sein werden. Nicht drei, weil wir ja ein bisschen Verzug haben am Anfang. Wirklich eine phänomenale Summe und da bin ich auch allen Akteuren, dem Land Schleswig-Holstein mit 7 Millionen, aber auch dem Bund mit 30 Millionen sehr dankbar und das Projekt machen wir gemeinsam mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Schleswig-Flensburg, also Kreisgrenzen überschreitend. Mit dem QR-Code können Sie auch auf unsere Homepage kommen. Und insofern freuen wir uns, Sie ab April 24, dann ist Betriebsaufnahme in der nachhaltigen Tourismusregion, Schlei-Region begrüßen zu dürfen. Kommen Sie vorbei. Es gibt einen schönen Strand, aber es gibt auch eine schöne Schleiregion mit einem Fjord und ich glaube, das lohnt sich. Nicht nur der Landarzt fand das Ganze eine tolle Region. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Fjord. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Sie haben DB erwähnt in Ihrem Vortrag und natürlich dann an Sie die Frage, Herr Klinghöfer, inwieweit spielt denn DB eine Rolle, gerade wenn wir über das Projekt Smile24 sprechen, aber vielleicht auch darüber hinaus? Naja, sie übernimmt natürlich die Busleistungen dort. Es gibt ja auch massive Zubestellungen im Sinne von, da wird auch mehr Verkehr angeboten. Das ist auch gut so, weil das ja ein Stück weit eine, Sie haben es gesagt, Herr Dr. Beck, eine Modellregion ist, wenn man so will, die jetzt über eine gewisse Zeit auch zeigen soll, was sie sozusagen kann und auch ein Angebot darstellen soll. Jetzt wollen wir nicht das Thema Deutschland-Ticket, Deutschland-Angebot aufmachen, aber letztendlich sind die Türen ja sozusagen in der Diskussion in jede Richtung offen. Ja. Aber letztendlich ist das ein Angebot und wir steuern da dieses Thema Busleistung dazu. Wir steuern auch das Thema, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, auch das Thema On-Demand-Verkehr mit dazu. Dahinter steht auch das Thema der Bündelungssoftware, die notwendig ist, die man dafür braucht. Und letztendlich dann damit auch ein Gesamtsystem ÖPNV zu schaffen. Das ist sozusagen, Sie sind der Architekt, wenn man so will. Wir sind ein Stück weit der Dienstleister dafür und wir sind stolz darauf, dass wir da auch in der Breite mit dabei sein dürfen, auch für uns dann auch Erfahrungen sammeln dürfen für vielleicht die ein oder andere Modellregion. Uns ist diese Modellregion sehr wichtig, weil wir glauben, dass wir über Modellregionen auch im Bundesgebiet ein Stück weit auch dafür sorgen können, dass Bilder entstehen, wie so etwas sein kann. Dafür braucht man Größe,
verbreitet, eine gewisse Zeit, in der das auch dann stattfinden kann. Wir haben eben kurz im Vorgespräch gesprochen, man braucht ja auch ein Stück weit einen sichtbaren Hochlauf, der erst erzeugt werden muss. Wenn das erstmal auf der Straße ist, dann kommt nicht morgen sofort jemand und sagt, aha, gestern losgelegt, morgen früh kaufe ich mir dann die Fahrkarte dafür und fahre dann schon mal komplett alles einmal ab. Sondern es geht auch da ein Stück darum, dem auch Zeit zu geben. Ich glaube, das ist hier auch der Fall in gewisser Weise, dass man auch über eine gewisse Zeit das dann ausprobieren kann. Das ist gut und deshalb stehen wir mit voller Kraft dahinter und wollen auch unser Bestes tun, da ein guter Dienstleister zu sein für Sie. Und darüber hinaus, also über die Schlei-Region hinaus, gibt es von der DB, das habe ich so ein bisschen rausgehört, Ansinnen, auch Modellregionen zu initiieren und wirklich damit Vorreiter zu sein. Richtig. Also gerade dieses Thema Modellregion ist, ich sage jetzt mal, auch eine Interpretation, ein Versuch zu sagen, wir müssen dieses Thema eben auch breiter machen, dass in vielen Bundesländern derartige Modellregionen entstehen. Ich habe eben in der Schlussrunde unten gesagt, was stellen Sie sich vor für eine ZNV der Zukunft? Dann habe ich gesagt, auf der ZNV 24 ist für mich völlig klar, dass wir da erste Erfahrungen von Kunden in solchen Modellregionen erleben werden. Und dass weitere 6 Verkehrsminister, man darf ja ein bisschen Visionen haben, auf der Bühne stehen und auch ihre Modellregionen ankündigen. Was sind denn für Sie, gerade wenn wir über Modellregionen sprechen, Kernelemente, die unbedingt mit dabei sein müssen, vielleicht auch zum Anfassen irgendwie dabei sein müssen? Nein, letztendlich ein Stück weit vernetzte Mobilität, wie jetzt schon auch beschrieben, wie das alles, was es da gibt, also an Verknüpfungspunkten zu Bahnhöfen, dafür zu sorgen, dass es einen weiteren Schritt gibt dahinter, dass es über Expressbuslinien auf stark frequentierten Linien eben die Möglichkeit gibt, schneller auch voranzukommen, Tangentiallinien abgedeckt werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben aber auch die Möglichkeit besteht, dass man über On-Demand vor die Haustür kommen kann. Wobei ich da auch nicht verkennen will, dass wir da auch nicht sozusagen vor die Pumpe laufen sollten, im Sinne von wir decken wirklich jeden Bauernhof ab. Das wird nicht funktionieren, das halte ich auch nicht für richtig. Ich halte es für richtig, da eine sinnvolle Eingrenzung zu finden. Dazu gehört auch, und das sind ja diese Verknüpfungspunkte, wir nennen die dann immer so ein bisschen im Fachjargon Mobilitätshubs, die in dieser Branche sind, die sagen, klar, Mobilitätshubs, logisch. Der Kunde sagt sich, okay, was kann ich denn da machen? Also was finde ich denn da alles vor und komme ich weiter? Komme ich eigentlich weiter? Sie haben eben gesagt, ich muss sicher weiterkommen. Und das ist so etwas Ähnliches wie ein Stück weit eine Mobilitätsgarantie. Andere haben das so übersetzt, Baden-Württemberg zum Beispiel. Aber es braucht dazu halt diese Verknüpfungspunkte und ich muss die konstruieren. Auch das gehört dazu, neben den verkehrlichen Angeboten eben auch die Verknüpfungspunkte. Vielen Dank. Frau Fuchs, mein Blick jetzt natürlich zu Ihnen. Wir haben es gehört, in Schleswig-Holstein funktionieren ganz tolle Projekte schon. Wie sieht es denn in Bayern aus? Wie ist für Sie Mobilität der Zukunft definiert? Und was setzen Sie vielleicht auch jetzt schon aktuell um? Man glaubt es vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber Bayern und Schleswig-Holstein hat viel gemeinsam. Wir haben in etwa die gleiche Bevölkerungsdichte. Also wir sind einen Platz vor Schleswig-Holstein und sind auch nur auf dem Platz 10. Das heißt, wir haben hier eine riesige Herausforderung in Bayern. Wir sind ein Flächenland, etwas größer als Schleswig-Holstein, was auch eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, was auch der Branche bekannt ist, wir stehen ja auch durchaus in der Kritik, dass gerade unsere Bürger sehr weite Wege haben zur nächsten Haltestelle. Und das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir über Mobilität sprechen. Aber Mobilität ist tatsächlich auch unsere Chance, dass wir aufhören, in Verkehrsträgern zu denken, sondern wirklich Mobilität groß denken, also Verkehrsträger zu verknüpfen. Und da gehört für uns als Aufgabenträger oder als auch bei uns als Freistaat Bayern dazu, dass wir auch die Verantwortlichkeiten für die Mobilität gemeinschaftlich denken, und das ist eine Vision, die wir jetzt in Bayern vorantreiben wollen, dass wir also auch Mobilitätsregionen schaffen, wo wir mit den unterschiedlichen Verantwortlichen für Mobilität gemeinsam an Konzepten
Konzepten arbeiten, um den Bürgern Angebote zu machen, dass sie sich künftig auch in Bayern im ÖPNV wohlfühlen. Wobei ich noch ergänzen will, wir sind ja in Bayern auch ein Autoland, wir denken das Auto auch mit, weil, genau wie Sie es eben gesagt haben, nicht jeder Bauernhof angebunden werden kann an den ÖPNV, das ist schlicht auch nicht finanzierbar, aber dafür gibt es ja Park and Ride oder vielleicht auch Bike and Ride, was man in diesem Konzept mitdenken muss. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben schon viele gute Bausteine in Bayern. Wir haben auf der Schiene schon fast flächendeckend mindestens Stundentakt, teilweise auch darüber hinaus, wenn es um Ballungsgebiete geht. Wir haben auch übergreifende, bedeutsame Buslinien, die praktisch als Ergänzung zum Schienennetz zu sehen sind. Und wir haben ja auch, dank Regio vor allem, auch schon On-Demand-Verkehre, teilweise sogar autonom in Bayern, die fahren. Und hier gilt es jetzt, das mal alles zusammenzubringen. Und wir wollen mit 2, 3 Modellregionen starten, wo wir glauben, dass die Bedingungen gut sind, die in ihrer Struktur aber auch unterschiedlich sind, wo wir dann tatsächlich so Mobilitätsformen ausprobieren wollen. Und woran wir parallel arbeiten, ist die digitale Lösung, weil die gehört natürlich zur Vernetzung auch dazu. Und wir haben jetzt seit einer guten Woche die Mobi-App in Bayern gelauncht. Da ist die große Vision ein Klick, ein Ticket. Und das bedeutet auch, dass der Kunde bei uns in der Zukunft nicht mehr seine Mobilität bei verschiedenen Anbietern zusammenkaufen muss, sondern dass wir ihm in unserer App ermöglichen, dass er seine Mobilitätskette auch aus unserer App heraus erwerben kann. Und das ist der nächste Schritt. Da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das Produkt dann am Ende fertig ist. Da bin ich mir sicher. Herr Rothenstein, Sie leben integrierte Mobilität bereits in Stuttgart. Das ist ein elementarer Baustein bei Ihnen. Stuttgart ist gleichzeitig eine Autostadt und Sie haben ein attraktives Angebot für den ÖPNV trotzdem geschaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können Sie vielleicht auch aus den angesprochenen Modellregionen mitnehmen, auch wenn jetzt Stuttgart eine Stadt ist? Sagen Sie, ah, da gibt es ein paar Teile, die können wir auch bei uns umsetzen, oder sagen Sie darüber hinaus, nee, wir fahren einen ganz anderen Ansatz? Nein, wir fahren eigentlich den gleichen Ansatz, so wie es meine Vorredner auch schon gesagt haben. Sie sind eine Autostadt und wir wollen das Auto auch nicht verteufeln. Uns ist bewusst, dass es das Auto auch weiterhin geben wird. Wir werden nicht jeden Bürger, jede Bürgerin, jeden Bürger dazu bringen, auf sein Auto zu verzichten. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir den Zugang zu unserem System so einfach wie möglich gestalten und auch Alternativen anbieten, die einfach gebucht werden können, die einfach genutzt werden können. Und vor dem Hintergrund haben wir auch den Mobilitätshub Ende 2021 erstmals initiiert, wo wir verschiedene Anbieter einfach zusammengebracht haben. Scooter-Anbieter, Rolle-Anbieter, Fahrrad, aber auch Park-and-Ride-Parkplatz für das Auto, um an einer Stelle alles gebündelt nutzen zu können. Und das alles auch auf einer digitalen Plattform, über das Routing bis hin zum Ticketing. Und weil wir auch der Meinung sind, wir müssen Mobilität weiterdenken als nur Schiene, nur S-Bahn. Wir fahren rund um die Uhr einen 15-Minuten-Takt. Das ist richtig und wichtig. Ja. Aber die Frage ist ja, wie kommen denn die Menschen zu uns, zu der S-Bahn? So, und wenn der Bürger sich erstmal in sein Auto setzt, dann ist es natürlich schwer, ihn dann irgendwann wieder auf die Schiene zu bringen. Und deswegen brauchen wir den einfachen Zugang zum System. Und es ist okay, wenn er die ersten 3, 4 Kilometer mit dem Auto zurücklegt, aber dann bitte zum Park-and-Ride-Parkplatz, zum Mobilitätshub und dann auf den Bus oder die Schiene umsteigen, um dann in die Stadt zu fahren und auf dem Rückweg dort sein Gefährt dann wiederzufinden. Also was ist dann Ihre Lösung, Ihr Erfolgsrezept für die Zukunft, für die Mobilität der Zukunft, sowohl auf dem Land, aber auch in der Stadt? Sind das die Mobilitätshubs oder darüber hinaus auch noch? Es sind verschiedene Aspekte. Ne? Mhm. Zum einen natürlich der Hub als physischer Ort, ja, wo ich alles finde. Zum anderen aber auch der Ansatz, dass man gemeinsam daran geht. Es bringt nichts, wenn jetzt die Schiene und der Bus und der Scooteranbieter und dann die Kommune und der Aufgabenträger für sich da was machen, sondern das müssen wir gemeinsam machen in einer, ich nenne es immer die Allianz der Willigen, dass wir gemeinsam dieses Thema gehen, weil wir
wir können es nur gemeinsam lösen. Nicht jeder hat alles im Portfolio, sondern das müssen wir partnerschaftlich machen und das Ganze dann aber auch bitte digital, weil es ist nicht erklärbar, dass ich dann 100 Apps brauche, um 3 Produkte zu nutzen und trotzdem nicht weiß, ob es jetzt verfügbar ist oder nicht. Ja. Eine Rückfrage habe ich tatsächlich noch zu den Mobilitäts-Apps. Wie skalierbar sind Sie denn in der Praxis? Also wir sind ja Ende 2021 gestartet in Stuttgart-Vaihingen. Wir gehen jetzt in die Skalierung. Aktuell haben wir in der Region schon 3 Hubs. Es werden jetzt nochmal 3 hinzukommen. Bundesweit sind wir momentan, glaube ich, bei 30, gehen hoch auf 50 und dieses Jahr noch. Also es ist skalierbar. Sie sehen natürlich immer unterschiedlich aus. Es kommt auch immer darauf an, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Aber man kann es skalieren. Wäre das auch was denkbar wäre in Bayern oder auch in der Schlei-Region, Mobilitätshubs umzusetzen? Oder sagen Sie, nee, ob dafür Bedarf ist, können wir jetzt gar nicht so bestätigen? Also ich würde jetzt auch antworten mit sowohl als auch. Genau, okay. Wie Dirk das eben auch gesagt hat, wir brauchen Hubs, klar. Also was ist wichtig, wo man als Bürger hingehen kann und wo man die Verknüpfung findet. Aber bei einem Flächenland braucht man auch irgendwie so eine, ja, man nennt es so schön Floating, ne? Also man findet das Verkehrsmittel, was man gerade braucht, auch da, wo man gerade ist, dann ist der Zugang leichter. Ich glaube, da muss man über beides nachdenken. Und was bei einem Mobilitätshub oder bei der Haltestelle, ich bleibe mal beim klassischen Wort, wichtig ist, dass der Kunde dort auch Informationen erhält. Wir haben es heute bei der Bahn relativ weit, wir sind aber auch nicht zufrieden mit der Fahrgastinformation. Im Busbereich ist das oftmals noch viel schlimmer. Und wenn man dann über andere Verkehrsträger spricht, ist da oftmals gar nichts da. Ja. Und hier müssen wir es auch schaffen, dass der Kunde sich in dem System verlässlich aufgehoben fühlt. Und da gehört eine sehr gute Fahrgastinformation dazu. Die müssen wir ihm anbieten. Da sind Mobilitätshubs wichtig. Da ist aber auch wieder eine digitale Lösung wichtig. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich habe eben schon Werbung für unsere Mobi-App gemacht. Wir haben in der Mobi-App seit Anfang des Jahres ein Feature, das ist einmalig in Deutschland. Man kann bei uns über diese App Züge vormelden. Also wenn ich einen Anschluss brauche und ich merke, ich bin in einem Zug, der kommt jetzt ein bisschen später am Umstiegsort an, kann ich mit einem Klick sagen, ich brauche meinen Anschlusszug und ich bekomme dann im Zug die Rückmeldung, der Zug kann warten und wenn er nicht warten kann, bekomme ich eine Alternative. Das ist auch was, das müssen wir bei Mobilitätshubs oder bei diesen Reiseketten immer mitdenken, dass ich den Menschen auch auf dem Weg eine Begleitung mitgebe, dass er sich wohl und sicher und zuverlässig aufgehoben fühlt. Und die Mobilitätshubs spielen an der Stelle, glaube ich, aus Sicht des Fahrgastes eine wichtige Rolle, aber sind eben nicht die Lösung. Mhm. Genau wie On-Demand-Verkehr als solches nicht die Lösung ist. Das war uns bei dem Projekt ganz wichtig, dass wir wirklich die Perspektive wechseln und aus Sicht des Fahrgastes kommen. Und wenn wir, da fand ich den Spruch da unten, wenn öffentliche Mobilität die erste Wahl sein soll und dann das Auto, dann müssen wir ja tatsächlich eine echte Alternative schaffen. Und diese echte Alternative, und da glaube ich tatsächlich, würde ich nicht so weit gehen zu sagen, man kann nicht jeden Hof anbinden, der irgendwo als Aussiedlung 4-5 Kilometer außerhalb des nächsten Dorfes ist. Ich würde sagen, wir müssen den auf jeden Fall anbieten, und zwar 24/7. Und ich glaube, das können wir auch, weil da wird wahrscheinlich nie jemand mitfahren. Also wir können das. Bestellen Sie es gern bei uns. Nein, also ich glaube, ich sehe da auch kein Finanzrisiko. Das ist ja häufig, was dann so mehr davor getragen wird. Und wir müssen raus aus dieser risikobehafteten, problemorientierten Betrachtung, sondern mutig rein. Und das finde ich jetzt ja so spannend. Wir haben jetzt einmal das Rundum-Sorgungspaket, den Freizeitpark der öffentlichen Mobilität, den stellen wir da jetzt hin. Und ich sage aber auch zu allen Bürgermeistern vor Ort, die Sache hat einen Haken. Ihr müsst mitfahren. Ihr müsst euren SUV daneben stellen, weil sonst ist das nach 2 Jahren weg. Und da sind wir bei einem Punkt, glaube ich, wo wir als Branche insgesamt eine Gesamtlösung dem Fahrgast anbieten müssen, denn den interessiert doch nicht, ob da jetzt nur der Bus fährt und der dann vielleicht total optimal, aber dann steht er in Schleswig am Bahnhof und der Zug kommt nicht. Und dann? Er will nach Hamburg. Also dann ärgere ich mich, hätte ich mal doch das Auto genommen. Also das funktioniert nicht. Die Zuverlässigkeit im Grundbedürfnis nach vorne zu stellen und wirklich sich entspannt zurücklehnen zu können und sagen können, okay, ich komme auch an, das funktioniert, ich nehme in Kauf, dass ich umsteigen muss, dass ich mit anderen Menschen im Fahrzeug bin, dass ich länger unterwegs bin, das sind ja Nachteile.
Das mache ich aus Klimaschutzgründen, aus Überzeugung, weil ich vielleicht kein Auto habe. Und ich hoffe, dass es uns da gelingt, mit Erfolg im Rückenwind, mit einer deutlich schnellen Hochlaufkurve im Fahrgastbereich, die Politik auch zu überzeugen, das Projekt im Anschluss zu finanzieren. Und ich finde es auch an der Stelle übrigens falsch, dass wir On-Demand-Verkehr kostenmäßig danach bewerten, Euro pro PKM. Wir müssen in eine andere Diskussion, das merke ich auch vor Ort, in die Diskussion Mehrwert für die Gesellschaft. Und der ist viel größer als nur, wir haben jetzt ein paar Leute von A nach B gebracht. Wir stellen da ein 24-7-Angebot hin. Wenn man das mal in Fahrplankilometer Bus umrechnen würde und die Kosten mal kalkulieren würde, dann wissen wir, glaube ich, alle, wo wir da stehen. Der Mehrwert dieses Versprechens der Bleibeperspektiven ermöglicht, der den nachhaltigen Tourismus unterstützt und die Standortsicherung vor Ort auch nach vorne bringt. Wir haben jetzt an der Westküste, das wissen Sie vielleicht, kriegen wir möglicherweise eine riesen Batteriefabrik hin mit 5000 Beschäftigten von Northvolt, Milliardeninvestitionen. Das ist das Erste, was Sie gefragt haben. Wie kriegen wir in dieser Entleerungsregion die Menschen, die Arbeitskräfte dahin? Zum Glück hatten wir jetzt ein paar Konzepte in der Tasche, aber mir geht es darum, das geht ja auch für jeden Wirtschaftsunternehmen, für jeden Mittelständler vor Ort. Und da bekommen wir dann hoffentlich auch Zahlungsbereitschaft der öffentlichen Hand her, denn wir werden uns, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr nur auf rein Daseinsvorsorge begründen können, sondern da braucht es andere Finanzierungsquellen. Und ansonsten wird genau das nicht möglich sein. Dann werden wir eine völlig andere Richtung in der Entwicklung im ÖPNV erleben. Herr Rothenstein, Sie wollten noch ergänzen. Ich wollte Herrn Beck zustimmen, dass wir gerade beim On-Demand-Verkehr viel mehr darüber diskutieren sollten, was bringt es eigentlich dem Fahrgast, welchen Mehrwert gegenüber dem klassischen System. Und da habe ich immer so ein schönes Beispiel. Wir haben ja in Stuttgart viele Baustellen, Thema Baustellen hatten wir heute schon, und wir haben seit 3 Jahren im Rahmen der Baustellen, nutzen wir auch On-Demand als Ersatzverkehr. Und es ist tatsächlich so, mit einem On-Demand-Verkehr, im Ersatzverkehr, bringe ich ein besseres Angebot für den Fahrgast auf die Straße als das klassische Schienenangebot oder auch den klassischen Ersatzverkehr, und unterm Strich ist sowieso auch günstiger als der klassische Ersatzverkehr. Also wir sollten viel mehr in Chancen diskutieren, als uns darüber Gedanken machen, wie kriege ich es dann hinterher doch noch finanziert, weil es ist am Schluss dann, glaube ich, vielleicht doch günstiger. Das kann schon sein, und bei dieser Überlegung, glaube ich, sollten wir auch ein bisschen mehr out of the box denken. Also ich meine, welcher Paketdienstleister würde denn auf die Idee kommen, alle entlegenen Höfe aus seinem Angebot zu streichen? Sie kriegen bei den großen Expressdiensten eine weltweite Garantie, dass ihr Paket ankommt. Und wenn dann ein FedEx-Bote in den USA halt dann eine Einzeltour über 100 Kilometer machen muss, dann ist das halt so. Ja. Mir geht es um das Grundversprechen, und nur so werden wir, glaube ich, überzeugen können. Ich glaube auch, dass wir mit wirklich sinnvollen Mobilitätskonzepten es tatsächlich schaffen, unser Finanzierungsproblem ein wenig in den Griff zu kriegen. Mhm. Weil bei uns in Bayern ist es heute so, wir bieten halt einen garantierten mindestens Stundentakt an. Egal, ob da Nachfrage ist oder nicht. Und es gibt bei uns ländliche Regionen, da wäre es tatsächlich sinnvoller, man fährt einen Bus, weil der Bahnhof ist noch nicht einmal da, wo die Menschen eigentlich hinwollen. Und wenn man da eine Verknüpfung hinkriegt, also Verkehrsträger auch nicht gegeneinander ausspielt, sondern diese Konzepte als Mobilität für die Bürger vermarktet, vorstellt und die Menschen motiviert, beides anzunehmen, dann glaube ich, dass wir am Ende wesentlich preiswerter, wesentlich kundenorientiertere Lösungen anbieten können, als wir das heute tun. Und deswegen bin ich auch ein Fan von Mobilität zu sprechen und nicht mehr von Schiene, Bus, On Demand. Das gehört alles zusammen, und wir müssen es schaffen, dass wir das den Bürgern auch genau so näher bringen, dass wir ihnen ein Angebot machen, wo er am Ende sagt, jawohl, das ist zumindest mal mindestens so gut wie mein Auto, und mein SUV brauche ich nicht mehr. Das wäre für mich auch die Vision, wenn wir so weit sind, glaube ich, dann haben wir es geschafft. Und wir haben Geld gespart, davon bin ich überzeugt. Das hat ja ganz viel damit zu tun, biete ich eigentlich ein wirklich in sich geschlossenes Verkehrssystem an? Also ist das wirklich aufeinander abgestimmt? Das ist ja nichts anderes als die Übersetzung von dem, was Sie gesagt haben. Sie haben eben gesagt, Nutzen, es muss eigentlich einen Nutzen stiften. Nämlich, indem es im Grunde genommen keinen Widerstand mehr darstellt, sich in das öffentliche System zu begeben. Dazu muss ich wissen, dass ich ankomme, dass ich eine gewisse Ankommensgarantie habe. Und dann
trete ich sozusagen ein Stück weit in den Hintergrund des Denkens bei den Menschen. Ich begebe mich in das System, aber ich komme an, ich komme durch das System. Sie haben gesprochen von Anschlussbeziehung. Ich glaube, ich habe am ersten Tag hier bei dieser Messe ZNV am Montag gelernt, dass Menschen sehr viel mehr über ihre Mobilität nachdenken, als wir meinen in der Branche, weil wir einen großen Anteil darstellen in deren Leben und dass sie sich sehr wohl die Gedanken darüber machen, was für sie die richtige Mobilität ist. Und das ist ganz unterschiedlich, davon auch abhängig, in welcher Lebenssituation bin ich, wo wohne ich, was habe ich für auch familiäre Beziehungen, wo bin ich in Verpflichtungen drin, Kinder, Pflegeeltern und dergleichen. All diese Dinge sind ja relevant für meine persönliche Mobilität, der Standort, die Arbeitsstätte. Und das zusammenzubringen, uns gewahr zu werden, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir in diese Konstruktion gehen, die heißt, viel mehr vernetzte Systeme zu erzeugen, die abgestimmt aufeinander sind, die orchestriert sind, die einfach auch zueinander passen. Da sind wir schon im Vergleich zu Jahren davor vorangekommen, aber wir stehen jetzt so ein bisschen an der Schwelle, uns auch zu erneuern, was diese Systematik angeht, dieses Angebot. Ich will das versuchen, auch ein Stück weit ins Angebotsmäßige, sage ich jetzt mal, zu übersetzen. Das ist letztendlich dieses, ich komme an, ich starte an einem Punkt und ich komme irgendwo an. Das reicht schon an Informationen. Wenn wir hier oben reden von integrierten Verkehren, dann sagen alle, heißt das, ich komme an oder komme ich nicht an und wie teuer ist es? Letztendlich ist das die Übersetzung. Ja. Ob das jetzt integriert heißt oder sonst irgendwie, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass es einfach ist, dass es verstanden ist, dass es Nutzen stiftet und dass dieser Nutzen verstanden wird und erkannt wird als Teil eines jeden Lebens und einer jeden Lebenssituation. Vielen, vielen Dank, Herr Klinghöfer. Haben Sie super zusammengefasst, was sich die Menschen wünschen. Und von Ihnen wünsche ich mir jetzt ein Abschlussstatement. Und zwar möchte ich, dass Sie den nachfolgenden Satz, gerade wie am Anfang bei Ihnen, Herrn Rundenstein, einmal beenden. Und zwar mit nur zwei Worten. Nicht ganz einfach, aber ich traue es Ihnen zu. Und zwar lautet der Satz, die Mobilität der Zukunft braucht. Ich gebe Ihnen kurz Bedenkzeit und starte dann bei Ihnen, weil Sie ja schon geübt sind, Herr Rundenstein. Ich bin jetzt provokant und sage einen Tarif. Vielen Dank. Herr Beck. Mehr Mut. Gemeinsame Vision. Partnerschaft, Mut. Partnerschaft. Komma, Mut. Zwei Worte. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eine tolle Zusammenfassung von dem, was wir brauchen, um die Mobilität der Zukunft zu schaffen. Einen herzlichen Dank und einen Applaus bitte für die Panelgäste. Dankeschön. Danke. Danke. So, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.